Ein Muslim kann nicht von Al-Quds sprechen wie von irgendeinem gewöhnlichen Ort. Er kann aber auch nicht von Al-Quds sprechen als einem Ort und sagen, das ist ungeheuerlich wichtig und kann nichts dazu sagen. Man muss reale Dinge auch mit realen Dingen benennen können. Und das können viele Muslime nicht. Das ist ein Problem. Oder anders, wissen wir nicht. Das ist eine Nachrekonstruktion. Dass da irgendwas war, ist klar. Aber wenn das zum Beispiel über dem Fenster gewesen sein soll, müsste das hier versetzt gewesen sein. Hier ist es nicht versetzt.